Ja, Markus Zier, als Frage Nummer 1 der Löwenfans ist, wer war bisher dein härtester Gegenspieler? Mein härtester, würde ich sagen, ist der Guy Valori gewesen, damals zur Zweitliga-Zeit. Das war ein harter Brocken hinten drin, hat man schon gesehen, wie breit er ist. Und da habe ich mich ein bisschen schwer durch. Da war ein bisschen Unterstützung recht gewesen. Zum Beispiel die Unterstützung der Fans, wie wichtig ist die für euch als Spieler? Ja, die ist natürlich sehr, sehr wichtig. Gerade jetzt bei uns in die Heimspiele haben wir immer 15.000 Zuschauer. Das peitscht uns natürlich nach vorne. Gerade wenn es einmal nicht so läuft oder so, werden wir immer wieder angefeuert. Und von dem her ist es sehr, sehr wichtig für uns. Genau, klassische Schafkopffrage: Solo oder Wenz? Ja, da spiele ich immer gerne einen Wenz. Der gefällt mir immer besser. Ja, spiele ich immer gern. Was gefällt mir besser? Das passt zur nächsten Frage. Würdest du gerne mal mit Conny Abelshauser die Sportart tauschen? Ah, das glaube ich war nichts für mich. Also eher mal nicht, weil da habe ich glaube ich nicht so viel zum Suchen da auf dem Eis. Du kennst nicht nur die Eishackler, du kennst logischerweise auch die richtig guten Fußballer, Kevin Volland. Bist du befreundet? Kannst du den lustigsten Spitzbubenstreich mit dem Kevin verwahren? Da muss ich sagen, da gibt es einige. Den lustigsten, das ist ganz schwer zum sagen. Aber ja, die sind alleweil meistens unter der Gürtellinie, von dem her, da glaube ich, kann ich gar keinen sagen. Das tut mir wirklich leid. Gut, dann nehmen wir vielleicht die nächste Frage gleich mit auf. Da geht es auch oft unter die Gürtellinie beim besten Stammtischspruch. Ja. Da kenne ich nur das immer, wenn die ganzen Stammtischer dort sitzen, da hocken die alle weiter hocken. Das letzte war es ja auch schon bei der Bayerischen unterwegs, habt das Löwenduell gegen Felix Weber und Wino gehabt, die Niederlage schon verdaut, ich glaube mit Hennen miteinander. Tut sehr weh, muss ich sagen, habe ich immer noch nicht verdaut, ich hoffe, dass wir irgendwann einmal noch mehr Revanche kriegen. Aber wird schwierig, würde ich sagen. Von dem her tut das sehr, sehr weh, muss ich echt zugeben. Gut, aber ich glaube, mit dem richtigen Getränk kann man mal drüber weg. Die Frage ist, war es ein Weißbier oder eher ein Hels? Dann darf ich ein Hels nehmen, muss ich sagen. Ja, vorher waren wir schon bei bekannten Leuten, jetzt schon wieder. Die Sky-Legende Michi Leopold. Wie kommt ihr zusammen? Ich habe meinen kennengelernt hier in München dann. Damals habe ich schon mal mit ihm geredet, weil wir ein Interview über Kevin gemacht haben. Da bin ich dann per Live-Schalte zugekommen. Und jetzt habe ich ihn in München über das Charity-Schafkopf-Turnier, wo er immer veranstaltet, kennengelernt. Von dem her ist er für mich ein überragender Mensch. Ist einfach sehr sympathisch und nett und kommt einfach menschlich rüber. Man kennt ihn ja auch nur vom Fernsehen her. Und von dem her ist er wirklich ein super Mensch und von dem her freut es mich, dass ich ihn kennenlernen durfte. Und die 10. und letzte Frage an dich: Welche 3 Songs dürfen auf deiner Playlist nicht fehlen? Ja, in der Kabine hören wir dann ab und zu von mir in Hans Söllner, Schwabing-Lied, darf ich absolut nicht fehlen. Dann noch alte Klassiker wie Bohemian Rhapsody von Queen oder Berlin, Take My Breath Away. Von dem her, da sind einige drauf.